Auf dem weit gefächerten Themenbereich der Gesundheit gibt es kaum eines, das zu mehr Missverständnissen Anlass gegeben hat, häufiger zu Unrecht verdammt oder in falschem Licht gezeigt wurde, als der Verzehr von Obst. Man weiß einfach nicht, wie man Obst essen soll. Ich meine damit nicht, dass die Menschen nicht wissen, wie man Obst pflückt und in den Mund steckt. Da kommen sie schon zurecht. Ich meine, dass sie nicht wissen, wann und wie sie Obst essen sollen. Die richtige Art, Obst zu verzehren, steht nämlich in direkter Beziehung zur richtigen Lebensmittelkombination. Wie viele Leute kennen Sie, die kein Obst mögen? Wahrscheinlich niemand. Fast alle Leute haben eine Vorliebe für Obst. Was Sie allenfalls an negativen Bemerkungen über Obst hören, ist: Ich liebe Obst, aber es liebt mich nicht. Oder: Ich würde Obst gerne essen, aber ich vertrage es nicht. Warum Sie es nicht essen können oder nicht vertragen, beruht meistens auf einem Missverständnis, das heißt der richtigen Art, Obst zu essen. In jedem meiner Seminare bitte ich die Zuhörer, die Obst nicht mögen, die Hand zu heben. Selbst in Gruppen von 700 Leuten oder mehr ist allenfalls einer. Der Grund dafür liegt darin, dass unser Körper instinktiv nach Obst verlangt. Das köstliche Aroma, die feinen Geschmacksnuancen, die das Auge erfreuenden Farben, sind eine große Verlockung für unseren Gaumen. Ohne Zweifel ist Obst die beste, energiespendende, das Lebensgefühl stärkende Nahrung, die Sie zu sich nehmen können. Wenn, Ausrufezeichen, ja, wenn es richtig verzehrt wird. Was Sie nun erfahren werden, mag Ihnen zunächst zweifelhaft erscheinen. Denn es wird Ihre bisherigen Vorstellungen in Bezug auf Obst erschüttern. Aber das ist richtig so. Eine neuartige Denkweise über Ihren Körper und wie Sie ihn ernähren sollen, ist damit verbunden. Obstgenuss ist für alt und jung ein Vergnügen. Eine Scheibe gekühlte Melone an einem heißen Tag, köstlich. Ein Stück Obst nach einer gut gewürzten Mahlzeit erfrischt und schmeichelt den Gaumen. Sie werden überrascht sein. Der Grund, warum wir instinktiv nach Obst verlangen, liegt darin, dass Obst ohne jede Frage die wichtigste Nahrung für unseren Körper ist. Es ist die Nahrung, die dem menschlichen Körper biologisch angepasst ist. Am 15. Mai 1979 brachte die New York Times einen Bericht über die Arbeit von Dr. Alan Walker, einem berühmten Anthropologen an der Johns Hopkins Universität. Der Bericht schlug bei allen Ärzten, Diätspezialisten und Ernährungsfachleuten, die die immense Bedeutung des Obstes in der menschlichen Ernährung nicht erkannt hatten, wie eine Bombe ein. Dr. Walkers Erkenntnisse zeigen, dass unsere frühen Vorfahren nicht hauptsächlich Fleischesser waren, ja nicht einmal Samen, Schösslinge, Blätter oder Gräser verzehrten. Sie waren auch keine Allesesser. Stattdessen stellte sich heraus, scheinen sie sich hauptsächlich von Früchten ernährt zu haben. Dr. Walker entwickelte eine faszinierende Methode, Ernährungsgewohnheiten anhand von Markierungen an den Zähnen zu bestimmen. Jede Art von Nahrung hinterlässt auf den Zähnen deutliche Spuren. Bei seinen Untersuchungen fossiler, in Klammern versteinerter Zähne, stellte Dr. Walker fest,
Ohne Ausnahme war jeder untersuchte Zahn von den Menschen, die vor 12 Millionen Jahren bis zum Homo erectus lebten, der eines Früchteessers. Ha, da hört man die Leute vom Verband der Rinderzüchter und der Metzgerinnung förmlich mit den Zähnen knirschen. Da wir also biologisch zum Früchteesser bestimmt sind, ist es für uns viel wichtiger zu überlegen, wie viel Obst wir essen, als wie viel Eiweiß wir täglich zu uns nehmen. Ich habe in 15 Jahren keinen Menschen getroffen, der unter Eiweißmangel litt. Trotz der Tatsache, dass Eiweißmangel unter gewissen äußerst misslichen Umständen, wie zum Beispiel bei der Kwashiorkor-Krankheit, vorkommen kann. Aber ich habe hunderte von Menschen getroffen, die an Eiweißvergiftung litten. Und die meisten von ihnen aßen zu wenig Obst. Zu hoher Eiweißkonsum wird in Verbindung gebracht mit Brust-, Leber- und Blasenkrebs, wie auch mit der Ausbreitung von Leukämie, in Klammern Viktoras Kulvinskas Leben und Überleben, Kursbuch ins 21. Jahrhundert. William J. Mayo, der Gründer der Mayo Clinic, sagte in einem Vortrag vor Chirurgen im American College of Surgeons, dass der Fleischverzehr in den vergangenen 100 Jahren um 400% zugenommen habe. Magenkrebs stellt fast ein Drittel aller Krebserkrankungen beim Menschen dar. Wenn Fleischnahrung nicht restlos abgebaut wird, zersetzt sie sich und die daraus entstehenden aktiven Gifte werden einem Organismus zugemutet, der darauf nicht eingerichtet ist. In Klammern Blanger Leonardo, PH.D. Krebs und andere Erkrankungen als Folge des Fleischkonsums. Santa Monica, California, Leaves of Healing, 1979. Eiweißvergiftung bedeutet Übersäuerung des Körpers. Wir kommen in Kapitel 9 darauf zurück. Wir haben in den vorherigen Kapiteln darauf hingewiesen, dass es für den Organismus dringend erforderlich ist, dass er ständig von den sich bildenden giftigen Schlacken befreit wird. Am wirkungsvollsten vollzieht sich diese Reinigung durch den Verzehr von Nahrung mit hohem Wassergehalt. Sie ahnen vermutlich, was jetzt kommt. Obst hat von allen Nahrungsmitteln den höchsten Wassergehalt. Jede Obstart enthält zwischen 80% und 90% reinigendes, lebensspendendes Wasser. Dazu kommen all die Vitamine, Mineralstoffe, Kohlenhydrate, Aminosäuren und Fettsäuren, die der menschliche Organismus für seine Existenz braucht. Die in Obst enthaltene Lebenskraft wird von keiner anderen Nahrung übertroffen. Randbemerkung: Ich würde dem nicht zustimmen. Ich denke da an die Wildkräuter, an die Heilpflanzen, an die Baumblätter, die auch unglaublich viel hoch mit Wasser gefüllt sind und unglaublich viele bioverfügbare Nährstoffe für uns enthalten, in ganz ausgewogener Weise. Wenn Obst richtig verzehrt wird, kann seine wohltätige Wirkung von nichts übertroffen werden. Durch seine Zusammensetzung ermöglicht Obst dem Körper, sich von seinen angesammelten Schlacken zu reinigen. Wird der Körper auf diese Art gereinigt, steigert sich ihr Lebensgefühl auf jede nur erdenkliche Weise. Jetzt kann ihr Körper optimal arbeiten. Es gibt keine andere Methode zum Abnehmen, die wirkungsvoller und geeigneter ist als das richtige Obstessen. Im Oktober 1983
legte Professor Judith Rodin von der Yale Universität dem Internationalen Kongress über Fettsucht in New York einige interessante Forschungsergebnisse vor. Ihre Arbeiten über die günstige Wirkung des Fruchtzuckers zeigen, dass der Einfluss einer Mahlzeit auf das, was in der nächsten Mahlzeit gegessen wird, tatsächlich sehr groß ist. Der Bergenrekord berichtete, dass Frau Rodin einer Gruppe von Versuchspersonen mit verschiedenen Zuckerarten gesüßtes, reines Wasser zu trinken gab. Diejenigen, die das Wasser mit dem Fruchtzucker getrunken hatten, aßen bedeutend weniger als jene, die entweder Wasser oder eine andere Flüssigkeit getrunken hatten, die mit dem üblichen Rohrzucker gesüßt waren. Frau Rodin und ihre Mitarbeiter stellten fest, dass die Versuchspersonen, die Fruchtzucker genossen hatten, bei der nächsten Mahlzeit durchschnittlich 479 Kalorien weniger zu sich nahmen, als die Personen, die Rohrzucker zu sich genommen hatten. Dr. William Castelli, ärztlicher Leiter der berühmten Studie über Herzkrankheiten in Framingham, Massachusetts, und Mitglied der medizinischen Fakultät der Harvard University, weist darauf hin, dass eine aufsehenerregende Substanz, die in vielen Obstarten gefunden wurde, das Risiko einer Herzerkrankung oder eines Herzanfalls herabsetzen kann. Diese Substanz schützt das Herz, indem sie verhindert, dass das Blut zu dick wird und somit die Arterien verstopft. Obst verschlackt nicht. Es reinigt. Die wesentliche Grundvoraussetzung für ein vitales Leben ist Energie. Wir wissen bereits, dass die Verdauung viel Energie verbraucht. Hier spielt das Obst nun eine äußerst lebenswichtige und bedeutende Rolle. Obst erfordert zu seiner Verdauung weniger Energie als jede andere Nahrung. Es erfordert praktisch keine Energie. Hier ist die Erklärung dafür. Alles, was wir an Nahrung zu uns nehmen, muss schließlich abgebaut und in Glucose, Fructose, Glycerin, Aminosäuren und Fettsäuren umgewandelt werden. Das Gehirn kann nur mit Hilfe von Glucose, in Klammern Zucker, funktionieren. Früchte sind Glucose für den Körper. Ihre Verdauung, Aufnahme, in Klammern Absorption und Assimilation benötigt nur einen winzigen Teil der Energie, die nötig ist, andere Nahrungsmittel abzubauen. Andere Nahrungsmittel verbleiben zwischen 1,5 und 4 Stunden im Magen, in Klammern aber auch nur, wenn es sich um richtig zusammengestellte Nahrung handelt. Je weniger konzentriert und je besser zusammengestellt die Nahrung ist, umso kürzer ist die Verweildauer im Magen. Je konzentrierter und schlechter zusammengestellt die Nahrung ist, umso länger muss sie im Magen bleiben. Im Magen findet der erste Energieverbrauch statt. Obst wird nicht im Magen verdaut. Kein bisschen. Alle Früchte, in Klammern mit Ausnahme von Bananen, Datteln und Trockenfrüchten, die ein bisschen länger im Magen bleiben, halten sich nur sehr kurz im Magen auf. Sie passieren den Magen in 20 bis 30 Minuten, als gingen sie durch einen Tunnel.
Sie werden abgebaut und geben ihre überreichen, lebensspendenden Nährstoffe in den Darm ab. Die bei der Obstverdauung gesparte Energiemenge ist beachtlich. Diese Energie wird automatisch für die Reinigung des Körpers von giftigen Schlacken verwendet und führt dadurch zur Gewichtsreduzierung. Dies trifft aber nur zu, wenn das Obst in der richtigen Weise verzehrt wird. Worin besteht nun die richtige Art, Obst zu essen? Es ist eigentlich sehr einfach. Da Obst nicht lange im Magen verbleiben soll, darf es nie zusammen mit anderer Nahrung oder unmittelbar nach anderer Nahrung verzehrt werden. Es ist äußerst wichtig, Obst nur auf leeren Magen zu essen. Ohne Frage ist dies der Kernpunkt des Fit fürs Leben Programms. Wenn Sie Obst in der richtigen Weise essen, spielt es aufgrund seines hohen Wassergehaltes und des geringen Energieaufwandes bei der Verdauung, bei der Entgiftung Ihres Körpers eine wichtige Rolle. Gleichzeitig versorgt es Sie mit einer Menge Energie, die für den Gewichtsabbau und andere Körperaktivitäten nutzbar gemacht werden kann. Obst ist von allen Nahrungsmitteln das Wichtigste. Es darf jedoch keinesfalls noch andere Nahrung verzehrt werden. Sonst entstehen viele Probleme. Nehmen wir an, Sie essen ein Sandwich und danach ein Stück Obst, zum Beispiel ein Stück Melone. Die Melone könnte direkt vom Magen in den Darm aufgenommen werden, wird jedoch daran gehindert. Die ganze Mahlzeit beginnt zu faulen und zu gären, verwandelt sich in Säure. Sobald Obst mit bereits im Magen befindlicher Nahrung und den entsprechenden Verdauungssäften in Kontakt kommt, beginnt sich die ganze Masse zu zersetzen. Das vorhandene Eiweiß geht in Fäulnis über. Die Kohlenhydrate fangen an zu gären. Alles verwandelt sich in Säure. Und wir greifen nach Medikamenten, denn wir fühlen uns unpässlich. All das ist leicht zu beweisen, vielleicht haben Sie es selbst schon erlebt. Nach einer Mahlzeit haben Sie vielleicht ein Stück Obst gegessen oder ein Glas Saft getrunken. Kurz danach spürten Sie einen scharfen Schmerz im Magen oder Völlegefühl und Sodbrennen. Der Grund für diese Beschwerden ist, dass das Obst durch die vorher genossene Nahrung daran gehindert wurde, geradewegs durch den Magen in den Darm überzugehen. Von medizinischer Seite kann dieser Vorgang nicht bewiesen werden, weil die Auswirkungen unserer Ernährungsweise auf den Organismus noch nicht genügend erforscht sind. Die Mediziner geben das auch offen zu. Dr. H. M. Shelton, die Autorität auf dem Gebiet der richtigen Lebensmittelkombination, betont jedoch, dass der besondere Wert des Obstes nur dann wirksam wird, wenn es auf leeren Magen gegessen wird. Auch wenn Sie schon öfter Obst auf die falsche Weise verzehrt haben, ohne Beschwerden danach zu empfinden, heißt das noch lange nicht, dass Sie deswegen kein Ernährungsgesetz verletzt haben. Sondern es zeigt lediglich, welch große Anpassungsfähigkeit unser Organismus besitzt. Sie können Steuern hinterziehen und dabei nicht erwischt werden. Das Gesetz haben Sie jedoch trotzdem übertreten. Irgendwann einmal wird die Steuerbehörde schon dahinter kommen. Und irgendwann einmal müssen Sie auch die Zeche dafür bezahlen, wenn Sie Ihr Obst auf die falsche Weise essen.
Wie viele Leute essen Melonen auf die falsche Weise und schieben dann die Schuld auf die Melone? Sie sagen, wissen Sie, ich vertrage einfach keine Melonen. Nach jedem Melonenessen habe ich die ganze Nacht aufstoßen. Was war geschehen? Sie hatten ihr Stück Melone nach einem Sandwich oder einer anderen Mahlzeit gegessen. So konnte die Melone den Magen nicht rasch passieren. Sie wurde von der vorher gegessenen Mahlzeit aufgehalten. Sie fing im Magen an zu gären und der arme Mensch hatte die ganze Nacht zu leiden. Die Schuld wurde der Melone gegeben. Hätte man sie 20 Minuten vor der anderen Nahrung gegessen, hätte sie genügend Zeit gehabt, den Magen ungehindert zu verlassen. Es hätte keine Probleme gegeben. Hier wird Ihnen eine einfache Methode an die Hand gegeben, von der die meisten noch nie etwas gehört haben. Physiologisch gesehen hat Obst die rascheste Passage durch den Organismus und verbraucht dabei im Gegensatz zu anderen Nahrungsmitteln kaum Energie. Deshalb sage ich ohne jede Einschränkung, dass Obst das wichtigste Lebensmittel ist, das Sie überhaupt essen können. Dies gilt für alle Früchte, auch für saure Früchte wie Orangen, Ananas und Pampelmusen. Der Begriff sauer ist in diesem Fall eine botanische Klassifizierung. Sobald diese Früchte sich innerhalb des Körpers befinden, reagieren sie basisch, in Klammern alkalisch, vorausgesetzt, sie werden auf die richtige Weise gegessen. Tatsächlich hat sowohl das Obst als auch das Gemüse die einmalige Fähigkeit, die in unserem Körper entstehenden Säuren zu neutralisieren. Falsche Zusammensetzung der Nahrung, eine unzureichende Menge an Nahrung mit hohem Wassergehalt, die Schlacken der konzentrierten Nahrung, der Nahrung beigefügte Zusätze, verunreinigte Luft und unsauberes Wasser, Stress. Dies alles und noch mehr sind die Ursachen für die Vergiftung und Übersäuerung unseres Körpersystems. Ein vergifteter, übersäuerter Organismus ist aufgeschwemmt, übergewichtig, Entzündungen im Zellgewebe, graues Haar, Kahlköpfigkeit, nervöse Anfälle, dunkle Ringe unter den Augen und frühzeitig Falten im Gesicht sind die Folge. Magengeschwüre sind die direkte Folge zersetzender Säuren im Organismus. Obst, wenn richtig verzehrt, hat die großartige verjüngende Fähigkeit, den Säuren im Körper entgegenzuwirken. So wie Sie sich das Prinzip des richtigen Obstverzehrs zu eigen gemacht haben, bringen Sie sich in Einklang mit der Natur über Schönheit, langes Leben, Gesundheit, Energie, Glück und normales Gewicht. Mehr als jedes andere Nahrungsmittel versorgt Obst den Körper mit allem, was er braucht. Da kann ich auch nicht mitgehen, ne? Wie gesagt, behaltet die Wildkräuter, die rohen, grünen, wilden Säfte im Auge. So kann er sich auf höchster gesundheitlicher Ebene entwickeln. Abgesehen davon, dass Obst den höchsten Wassergehalt hat, erforderlich für die innere Reinigung, bildet Obst keine giftigen Schlacken im Körper und beansprucht für die Verdauung kaum Energie, so dass Obst das Lebensmittel ist, das die besten Voraussetzungen für ein gesundes Leben bietet.
Die fünf wesentlichen lebensnotwendigen Bestandteile, die wir aus der Nahrung beziehen müssen, sind Glucose als Brennstoff, in Klammern aus den Kohlenhydraten, Aminosäuren, Mineralstoffe, Fettsäuren und Vitamine. In jeder Nahrung ist der Brennwert das Wichtigste. Er hat absoluten Vorrang. Ohne Brennstoff kann der Körper nicht existieren. Bei der Beurteilung des Wertes jeder Nahrung sollte dem Brennwert die höchste Bedeutung zugemessen werden. Die fünf für den Organismus notwendigen wesentlichen Bestandteile der Nahrung sollten in folgender idealer Zusammensetzung vorhanden sein. Glucose 90%, Aminosäuren 4-5%, Mineralstoffe 3-4%, Fettsäuren 1+%, Vitamine unter 1%. Die Aufstellung zeigt die für die Belange unseres Körpers ideale Zusammensetzung der Nahrung. Es gibt nur ein Nahrungsmittel auf dieser Erde, das in perfekter Weise allen Anforderungen entspricht. Obst. Diese Erkenntnis bestätigt Dr. Alan Walkers Entdeckung, dass die Menschen über Jahrmillionen eindeutig Früchteesser waren. Ehe wir als Rasse durch äußere Einflüsse bedingt von dieser Ernährungsform abirrten, aßen wir instinktiv, wie alle anderen Geschöpfe in der Natur, das, was uns am besten mit den lebensnotwendigen Stoffen versorgte, nämlich Früchte. Für den richtigen Obstverzehr sind zwei wichtige Überlegungen bedeutsam. Als erstes ist zu bedenken, welche Obstart oder welche Saftart genossen werden soll. Darauf gibt es nur eine Antwort. Alles muss frisch sein. Das kann nicht deutlich genug betont werden. Obst, dessen Zustand in irgendeiner Weise verändert wurde, das zum Beispiel gekocht wurde, hat für den Körper keinen großen Nutzen mehr. Im Gegenteil, durch die Behandlung findet eine Denaturierung statt, in Klammern Zerstörung an Nährstoffen. Der Körper kann Obst nur in reinem, natürlichen Zustand auswerten. Bratäpfel, Dosenfrüchte, gekochtes Apfelmus sowie Obstkuchen sind insofern schädlich, als sie den Körper weder reinigen noch ihm Nährstoffe zuführen. Sie sind toxisch, säurebildend und schädigen möglicherweise die empfindlichen Schleimhäute der inneren Organe. Sie zwingen den Körper, seine kostbare Energie zur Neutralisierung der durch sie entstehenden Säuren einzusetzen und sie auszuscheiden. Obst ist von empfindlicher Beschaffenheit. Durch Kochen wird sein potenzieller Wert zerstört. Es gibt keinen Zweifel, dass die makrobiotische Lehre, in Klammern sie lehnt den Obstverzehr ab, in diesem Punkt nicht mit der natürlichen Gesundheitslehre übereinstimmt. Ich hatte in den vergangenen 10 Jahren in meiner Privatpraxis Gelegenheit, Dutzende von begeisterten Anhängern der makrobiotischen Lehre zu beraten. Sie kamen zu mir, weil sie sich nach längerem Befolgen der makrobiotischen Theorien nicht mehr wohlfühlten. Nachdem sie einige Wochen lang unserer Ernährungsweise gefolgt waren, begannen sie sich alle besser zu fühlen. Die deutliche Besserung kam wahrscheinlich deshalb so schnell, weil sie durch die makrobiotische Ernährung bereits gute Voraussetzungen mitbrachten. Diese Ernährungsweise steht ohne jeden Zweifel
haushoch über der amerikanischen und europäischen Zivilisationskost. Ihr Nachteil besteht lediglich in ihrer Missdeutung des Wertes der Früchte, deren Rohverzehr sie ablehnen. Diese Auffassung ist falsch. Obst muss in frischem, ungekochtem Zustand gegessen werden. Andernfalls kommt sein hier beschriebener Nutzen nicht zur Geltung. Das gleiche gilt für Obstsäfte. Sie müssen frisch sein. Wenn sie pasteurisiert werden, wie es bei aus Konzentraten hergestellten Orangensäften aus der Fabrik der Fall ist, sind sie pure Säure, schon ehe sie getrunken werden. Flüssigkeiten, die reine Säure darstellen, beeinträchtigen die Gesundheit, anstatt sie zu fördern. Sie fragen vielleicht, warum man überhaupt Saft trinken soll. Wäre die ganze Frucht nicht besser? So ist es tatsächlich. Unzerteilte Nahrung ist zerkleinerter Nahrung immer überlegen. Da die meisten Menschen jedoch etwas trinken wollen, sind Obst- und Gemüsesäfte den gesundheitsschädlichen und süchtig machenden Getränken wie Kaffee, Tee, Alkohol, Sodawasser und Cola-Getränke vorzuziehen. Was Sie unbedingt beherzigen sollten: Säfte nicht hinunterschütten, sondern in kleinen Schlucken trinken, die Sie gut einspeicheln sollten. Obst ist vollgepackt. Ja, es quillt geradezu über von lebensspendenden Kräften. Richtig gegessen kommt es Ihrem Körper unmittelbar zugute. Die durch Obst erfolgende Reinigung des Körpers, der eintretende Gewichtsverlust sowie die eingesparte Energie sind Ergebnisse, die von keinem anderen Lebensmittel erreicht werden. Seine Wirkung durch falsche Essgewohnheiten zu zerstören, kommt einer Sünde gegen Ihren Körper gleich. Könnten Sie sich am Anblick der Mona Lisa erfreuen, wenn sie mit Dreck beschmiert wäre? Könnten Sie eine Mozart-Sonate genießen, wenn ein tiefer Kratzer in der Schallplatte wäre? Könnte sie der Duft einer Rose begeistern, wenn sie zwischen Küchenabfall liegen würde? Sie betrügen sich selbst um die vielen guten Eigenschaften des Obstes, wenn sie es in ihrem Darm verderben lassen. Als zweiter Punkt ist beim Obstverzehr zu beachten, dass Sie ausreichend Zeit verstreichen lassen, wenn Sie etwas anderes gegessen haben, bevor Sie Obst essen. Solange Ihr Magen leer ist, können Sie Obst essen, so viel Sie wollen und so oft Sie wollen. Lediglich vor dem Verzehr anderer Nahrung sollten Sie 20 bis 30 Minuten vergehen lassen, damit das Obst oder der Saft Zeit haben, den Magen zu verlassen. Saft und einige Obstarten benötigen sogar noch weniger Zeit. Aber 20 bis 30 Minuten sind ein guter Maßstab, um ganz sicher zu gehen. Bananen, Datteln sowie getrocknete Früchte benötigen 45 Minuten bis zu einer Stunde. Haben Sie etwas anderes als Obst gegessen
müssen Sie mindestens 3 Stunden warten. Nach Fleischmahlzeiten mindestens 4 Stunden. Diese Zeitangaben gelten jedoch nur für Mahlzeiten, die den Empfehlungen der richtigen Lebensmittelkombination entsprechen. Wenn Sie eine nicht richtig zusammengestellte Mahlzeit gegessen haben, müssen Sie mit einer Verweildauer im Magen von mindestens 8 Stunden rechnen. Während dieser Zeit sollten Sie weder Obst noch Obstsaft zu sich nehmen. Wie lange muss man nach dem Verzehr anderer Nahrung warten, bis wieder Obst gegessen werden darf? Salat oder rohes Gemüse? Wartezeit 2 Stunden. Richtig zusammengestellte Mahlzeit ohne Fleisch? 3 Stunden. Richtig zusammengestellte Mahlzeit mit Fleisch? 4 Stunden. Irgendeine falsch zusammengestellte Mahlzeit? 8 Stunden. Obst spielt im Fit fürs Leben Programm eine äußerst wichtige Rolle. Wir werden Ihnen aber keine seltsamen Dinge erzählen, wie zum Beispiel, dass die Enzyme bestimmter Obstarten Fett so schnell verbrennen, dass Sie das Gefühl haben, so viel essen zu können, wie Sie wollen, um es dann mit unvernünftigen Mengen einer bestimmten Obstsorte wieder loszuwerden. Das wäre nicht nur unverantwortlich, sondern sogar physiologisch absurd. In Fit fürs Leben hat Obst in erster Linie die Aufgabe, dem Darm eine Ruhepause zu gönnen, wodurch Energie freigesetzt wird, die dann dem Körper zur Reinigung und Stabilisierung seines Inneren sowie zur Gewichtsabnahme zur Verfügung steht. Wie Sie sehen, handelt es sich bei der richtigen Lebensmittelkombination und dem richtigen Obstverzehr nicht nur darum, was Sie essen, sondern auch wann. Wenn man Sie fragen würde, was Ihrer Meinung nach die ungünstigste Zeit für eine Mahlzeit wäre, was würden Sie antworten? Wahrscheinlich vor dem Zu-Bett-Gehen, wie so viele andere Menschen. Nun ist zwar Essen unmittelbar vor dem Schlafengehen tatsächlich eine schlechte Angewohnheit, aber auch wieder nicht so schlecht wie das Frühstück gleich nach dem Erwachen am Morgen. Wie bitte? Bis hierher kann ich Ihre ungläubigen Ausrufe hören. Ja, was ist dann mit all den Ermahnungen, doch ja ein herzhaftes Frühstück zu essen, um genügend Energie für den Tag zu haben? Ja, nun, was ist damit? Wissen Sie, was die überall übliche Kaffeepause bedeutet? Die Menschen essen ein herzhaftes, üppiges Frühstück, um Energie zu gewinnen, belasten aber dabei ihren Körper mit so viel Verdauungsarbeit, dass Muntermacher die einzige Möglichkeit sind, sich bis zum Mittagessen vor dem Einschlafen zu bewahren. Es ist mir durchaus bewusst, welchen Tiefschlag ich damit einer weit verbreiteten und tief verwurzelten Auffassung versetze. Vergessen Sie für eine Weile alles, was Sie über das Frühstück zu wissen glauben. Vergessen Sie für eine Weile all die guten Ratschläge der Ernährungsfachleute, Diätberater, Ärzte und anderer Experten. Verlassen Sie sich
für einen Augenblick auf ihren eigenen gesunden Menschenverstand, der ihnen sagen wird, ob das Frühstück einen positiven oder einen negativen Einfluss auf ihr Gewicht und ihre Gesundheit haben kann. Bedenken Sie, das Leben ist Energie. Wenn Sie am Morgen erwachen, sind Sie ausgeruht und auf der Höhe Ihres Energiepegels. Vorausgesetzt, Ihr Organismus musste sich nicht die ganze Nacht mit den Folgen eines Mitternachtsimbisses oder einer falsch zusammengestellten Mahlzeit herumschlagen. Wie werden Sie diese morgendliche Energiereserve nutzen? Für ein herzhaftes Frühstück? Sie wissen inzwischen, dass die Verdauung einen großen Energieaufwand benötigt. Ein herzhaftes Frühstück, das meistens nicht einmal richtig zusammengestellt ist, kann Ihnen keine Energie verschaffen, sondern wird sie verbrauchen. Wie könnte die Nahrung verdaut werden, wenn nicht mit Energie? Das traditionelle Frühstück, bestehend aus Toast, Brötchen, Brot mit Eiern, Käse, Schinken, Aufschnitt oder Wurst, Getreidegerichten mit Milch oder sogar Fleisch und Kartoffeln, ist falsch zusammengestellt und zwingt den Körper zu stundenlanger Verdauungsarbeit, bei der seine Energie verbraucht wird. Schon eine richtig zusammengestellte Mahlzeit verbleibt ungefähr 3 Stunden im Magen oder sogar noch länger. Und solange die Nahrung nicht vom Darm absorbiert wird, kann sie keine Energie bilden. Ist es also vom Standpunkt der Energie her gesehen überhaupt sinnvoll, nach dem Erwachen zu frühstücken? Sie werden nicht in Ohnmacht fallen, wenn Sie Ihr Frühstück ausfallen lassen. Ihr Körper zehrt ohnehin noch von der Nahrung des vergangenen Tages. Sondern im Gegenteil, weit munterer und energiegeladener sein. Der Begriff Breakfast für Frühstück in der englischen Sprache ist genau genommen eine Verzerrung der Worte. Brechen und Fasten. Ursprünglich diente dieser Begriff dazu, die erste Mahlzeit nach dem Fasten zu bezeichnen, das Fastenbrechen. Beim Fasten erhält der Körper für längere Zeit keine Nahrung, nicht nur für eine Nacht. Ein wesentlicher Bestandteil des Fit fürs Leben-Programmes ist folgendes: Vom Augenblick des Erwachens am Morgen bis mindestens zur Mittagszeit sollten Sie nur frisches Obst oder frisch gepressten Saft zu sich nehmen. Sie können davon essen und trinken, so viel Sie wollen. Sie brauchen sich in dieser Hinsicht keine Einschränkung auferlegen. Essen Sie, wann immer Sie wollen. Aber hören Sie auf Ihren Körper, überessen Sie sich nicht. Wenn Sie tatsächlich nur Obst und Obstsaft zu sich nehmen, können Sie sich einen riesigen Energievorrat für den Tag anlegen, anstatt Energie zu verbrauchen, denn Sie brauchen im Magen nicht verdaut zu werden. Obst muss allerdings gut gekaut werden. Erst im Darm werden die Nährstoffe absorbiert. Da Obst innerhalb von Minuten statt Stunden in den Darm übergeht, können seine Nährstoffe sofort aufgenommen und vom Körper verwertet werden. Durch den Verzehr von Obst wird Ihr Tag produktiver und energiegeladener werden, denn Sie haben Energie gesammelt statt verbraucht. Sie werden erstaunt sein, auf welch dramatische Weise sich Ihr ganzes Leben verändern wird, wenn Sie sich einmal daran gewöhnt haben,
bis zum Mittag nichts als Obst und Obstsäfte zu sich zu nehmen. Wenn Sie diese Wohltat einmal erfahren haben, werden Sie sich fragen, warum Sie jemals morgens eine schwere Mahlzeit gegessen haben. Auf ein schweres Frühstück folgt ein schwerer Tag. Auf ein leichtes Frühstück folgt ein leichter, lebensfroher Tag. Sie können während des ganzen Morgens so viel Obst essen, wie Sie wollen, bis ungefähr 20 bis 30 Minuten vor einer anderen Mahlzeit. Sobald Sie etwas anderes gegessen haben, sollten mindestens 3 Stunden vergehen, bis Sie wieder etwas essen. Noch einmal, hören Sie auf Ihren Körper. Sobald Ihr Magen leer ist, können Sie wieder Obst essen. Tausende, die an meinen Seminaren teilgenommen hatten, haben damit aufgehört, am Morgen schwere Mahlzeiten zu essen und haben damit begonnen, nur noch Obst und Obstsaft zu sich zu nehmen. Sie haben eine unglaubliche Kehrtwendung gemacht. Viele kommen zu mir und sagen, ich habe immer gut und reichlich gefrühstückt, aber ich wollte wenigstens einmal versuchen, Ihre Methode auszuprobieren und dann wieder mein Frühstück essen wie früher. Es gelang ihnen nicht, sie konnten kein schweres Frühstück mehr essen. Wenn Sie sich mal wie ein Amboss fühlen wollen oder wie ein Kartoffelsack, dann machen Sie folgenden Versuch. Nehmen Sie 10 Tage lang nur Obst und Saft am Morgen zu sich. Und dann versuchen Sie, am 11. Tag ein reichhaltiges Frühstück zu essen. Sie werden es einfach nicht können. In Klammern oder doch nicht tun. Ja, manchmal vielleicht, und das ist ganz in Ordnung. Manchmal ist eine Sache, jeden Tag, ist etwas völlig anderes. Der ausschließliche Verzehr von Obst und Obstsäften am Morgen ist der Kernpunkt des Fit fürs Leben Programms. Interessanterweise sagen viele Leute, dass sie dem Programm zwar nicht immer genau folgen, den alleinigen Obstverzehr bis Mittag jedoch ziemlich konsequent einhalten. Denn allein schon damit seien enorme Wohltaten für den Organismus verbunden. Ohne Frage handelt es sich um den Hauptbeitrag zum Erfolg unseres Programms. Wenn Sie nur mit einem Prinzip beginnen wollen, sollte es dieses sein. Morgens nur Obst. Manche Leute sind der Meinung, dass Obst und Obstsäfte in größeren Mengen genossen dick machen. Ein zu reichhaltiger Obstgenuss kann jedoch nur dann negative Folgen haben, wenn er zusammen mit oder unmittelbar nach anderer Nahrung erfolgt oder das Obst gekocht ist. Wird Obst jedoch auf leeren Magen gegessen, hat es eine ausgesprochen positive Wirkung. Es beschleunigt den Gewichtsverlust bei Übergewicht. Wenn wir den Menschen sagen, dass sie ohne weiteres auch mehr Obst essen können und es sogar zur Gewohnheit werden lassen können, machen sie sich anfänglich Sorgen über die Menge der Kalorien. Kalorien sind jedoch nur dann unsere Feinde, wenn sie in Form stark behandelter oder schlecht zusammengestellter Nahrung aufgenommen werden. Kalorien hoher Qualität, wie sie in Nahrung mit hohem Wassergehalt vorkommen, tragen keineswegs zu ihrem Gewichtsproblem bei. Im Gegenteil, sie versorgen sie mit der nötigen Energie zum Abnehmen. Kalorien zählen war mir immer sehr lästig. Ich finde, es ist eine deprimierende Art und Weise zu bestimmen, was man essen darf. Ich schlage immer vor, das Kalorienzählen zu vergessen und stattdessen an hochwertige Nahrung zu denken. Kalorienzählen ist eine veraltete und wirkungslose Methode zur Gewichtsregulierung. Theoretisch klingt sie gut, aber so war es auch mit der Theorie, dass die Sonne die Erde umkreist.
Kalorienzählen ist eine unrealistische Methode, um Fortschritte zu messen. Deshalb haben so viele Menschen, die fleißig Kalorien zählen, keinen Erfolg bei ihren Bemühungen, überflüssiges Gewicht loszuwerden. Eines Tages ging ich in ein sehr nettes Restaurant, um zu frühstücken. Dieses Lokal hält sich viel darauf zugute, bei allen Speisen den Kalorienwert anzugeben. Ich werde Ihnen nun beweisen, warum das Zählen von Kalorien praktisch wertlos ist. Ich stellte zwei Frühstücke zusammen mit jeweils drei Bestandteilen. Das eine Frühstück hatte 220 Kalorien, das andere 190. Wenn man nun davon ausgeht, dass eine Kalorie ist und man in einer Mahlzeit davon so wenig wie möglich essen soll, hätte ich das Frühstück mit 190 Kalorien auswählen müssen. Da ich aber die Prinzipien der natürlichen Gesundheitslehre kenne, nahm ich ohne Zögern das Frühstück mit 220 Kalorien. Glücklicherweise. Es wäre in höchstem Maße töricht zu glauben, dass eine Kalorie in denaturierter, nicht mehr lebendiger und sozusagen zu Tode behandelter Nahrung den gleichen Wert besäße wie eine Kalorie in frischer, unveränderter Nahrung. Alle Autos sind Autos. Was hätten Sie lieber? Eine alte Kiste ohne Bremsen, die kaum mehr fährt? Oder einen chromglänzenden neuen Rolls-Royce? Beide sind Autos, aber das erste bringt Ihr Leben in Gefahr, das andere dient ihm. So ist es auch mit den Kalorien. Die einen können das Gewicht ansteigen lassen, die anderen stellen die Energie zur Verfügung, die ihnen hilft, Gewicht zu verlieren. Im Umgang mit Kalorien ist die Qualität von weit größerer Bedeutung als die Quantität. Das 190-Kalorien-Frühstück bestand aus einer Schüssel Haferbrei, einem Stück Weizentoast und Frischkäse. Das 220-Kalorien-Frühstück enthielt ein Glas frisch gepressten Orangensaft, eine Scheibe frischer Melone der Jahreszeit und eine Schüssel frischer Erdbeeren. Da Sie nun die große Bedeutung der richtig zusammengestellten Nahrung mit hohem Wassergehalt kennen, werden Sie verstehen, warum ich das 220-Kalorien-Frühstück wählte. In dem 190-Kalorien-Frühstück gab es drei Bestandteile ohne Wasser. Einmal Eiweiß, Frischkäse und zweimal Kohlenhydrate, Toast und Haferbrei. Dieses Frühstück hätte sich 6 bis 8 Stunden in meinem Magen festgesetzt, hätte mich meiner kostbaren Energie beraubt, mir keine Nährstoffe verschafft und eine dicke Schicht giftiger Schlacken in meinem Organismus hinterlassen. Es hätte mir in keinster Weise bei meinen Bemühungen, Gewicht zu verlieren, geholfen. Stattdessen hätte ich zugenommen. Das 220-Kalorien-Frühstück dagegen bestand aus Nahrung mit hohem Wassergehalt. Keine Fäulnis oder Gärung, mit den schädlichen Folgen für meinen Organismus, war zu befürchten. Es hatte meinen Magen in weniger als einer halben Stunde verlassen und mir innerhalb einer Stunde echten Energiegewinn verschafft. Meinem Körper wurde geholfen, er wurde nicht dabei behindert, sich von seinen Schlacken zu reinigen, denn die Ausscheidungsphase wurde nicht gestört. Jeder, der den Erfolg dieses Programms darauf zurückführt, dass es auf geringerer Kalorienzufuhr beruht als eine reguläre Diät, hat seinen Sinn völlig verkannt. Durch Herabsetzen der Kalorienzahl allein wird kein Gewichtsverlust erzielt, sofern es sich um denaturierte, falsch zusammengestellte
toxische und schlackenbildende Nahrung handelt. Aus diesem Grund ist dieses Programm für so viele Leute so erfolgreich, die vorher hingebungsvoll Kalorien gezählt haben. Es handelt sich um eine Änderung der Lebensgewohnheiten, die nichts mit Kalorienzählen zu tun hat. Der Obstverzehr am Morgen ist eng verknüpft mit dem reibungslosen Funktionieren ihrer Körperzyklen. Jetzt ist der richtige Moment, sich diese Zyklen noch einmal anzusehen und zu erkennen, warum das so ist. Bei der Gewichtsreduzierung geht es in erster Linie darum, die Ausscheidungsphase nicht zu blockieren. Deshalb sehen wir sie uns zuerst an. Zyklus Nummer 1. Ausscheidung 4 Uhr morgens bis mittags. Sie haben bereits erfahren, dass die Aufnahme herkömmlicher Speisen mehr Energie verbraucht als jede andere Körpertätigkeit. Sie haben auch erfahren, dass Obst bei der Verdauung den geringsten Energieverbrauch hat. Wenn wir also während der Ausscheidungsphase als einzige Nahrung Obst und Obstsäfte zu uns nehmen, sofern wir überhaupt etwas essen, erweisen wir damit unserem Organismus die größte Wohltat. Alles andere behindert den Ausscheidungsprozess. Die Abfallprodukte der genossenen Speisen, die ausgeschieden hätten werden sollen, werden stattdessen den bereits vorhandenen giftigen Schlacken und den unerwünschten Pfunden hinzugefügt. Aus diesem Grund hängt der Erfolg dieses Programms, in Klammern, und ihr Erfolg beim Abnehmen davon ab, dass sie bis mittags ausschließlich Obst und Obstsäfte zu sich nehmen. Erfolgreiches und bequemes Abnehmen hängt vom reibungslosen Funktionieren der Ausscheidungsphase ab. Wenn Sie diese Phase sabotieren, sabotieren Sie Ihren Erfolg. Der alleinige Verzehr von Obst und Obstsaft vormittags ist der absolut wichtigste Aspekt dieses Systems. In Klammern, auch wenn Sie weiterhin Kaffee trinken oder zusätzlich etwas anderes essen wollen, tun Sie es nicht während der Ausscheidungsphase. Tun Sie es am Nachmittag. Das ist sehr wichtig. Zyklus Nummer 2. Nahrungsaufnahme mittags bis 20 Uhr abends. Nach 12 Uhr beginnt die tägliche Essensperiode. Wenn Sie hungrig sind, dann ist das die Zeit zu essen. Aber auch hier gilt es, einige Regeln zu beachten. Vergessen Sie nicht, dass die Verdauung mehr Energie beansprucht als alles andere. So sollten Sie eine Mahlzeit zu sich nehmen, die Ihren Energievorrat nicht beeinträchtigt. Obwohl natürlich etwas Energie für die Verdauung erforderlich ist. In Klammern siehe Energieleiter auf Seite 182. Das bedeutet, dass Sie sich an das Prinzip der richtigen Lebensmittelkombination halten müssen, um ein Minimum an Verdauungsenergie für den Abbau einer Mahlzeit zu verbrauchen. Zyklus Nummer 3. Ausnutzung. In Klammern 20 Uhr abends bis 4 Uhr morgens. Sie haben die Nahrung aufgenommen. Jetzt ist es an der Zeit, Ihrem Körper eine Chance zu geben, die Nährstoffe aufzuschließen, zu absorbieren und nutzbar zu machen. Dies kann erst geschehen, wenn die Nahrung den Verdauungstrakt erreicht hat. Eine richtig kombinierte Mahlzeit hat den Magen
in ungefähr 3 Stunden verlassen und kann nun absorbiert und assimiliert werden. Eine falsch kombinierte Mahlzeit kann bis zu 8, ja sogar 12 Stunden und länger im Magen verbleiben. Essen Sie früh genug, sodass die Speisen den Magen verlassen haben, ehe Sie zu Bett gehen. Eine ausreichende Nachtruhe, in Klammern, sie sollte so oft wie möglich vor Mitternacht beginnen, hilft dem Körper, die Ausnutzungsphase zu beenden, ehe die Ausscheidungsphase gegen 4 Uhr morgens einsetzt. Nachdem wir Ihnen dieses Wissen vermittelt und Ihnen die Schritte zum Erfolg vorgestellt haben, ist es von Bedeutung, Ihnen ein klares Verständnis zu übermitteln über Kapitel 8, die Entgiftungstheorie.